Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Markus Lanz Jörg Meuthen, als dieser im Selbstverteidigungsmodus ist, um seine Reputation zu schützen, wie Markus Lanz ihn sofort abwürgt, als er das Thema auf die Grünen bringt. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt und ein paar Worte zu der Sendung. Man jetzt beobachten kann, auch zum Beispiel mit dem Auftritt hier in dieser Sendung oder auch mit Interviews ARD, ZDF, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei den Kollegen von The Pioneer. Also es ist ja eine ganze Latte, die man da mittlerweile bewundern kann, dass Herr Meuthen sehr hart an einem Reputationsmanagement arbeitet. Also das heißt, dass er sehr darauf bedacht ist, jetzt quasi von diesem sinkenden Tanker, von diesem sinkenden Schiff, was er 6,5 Jahre lang mitgeleitet hat, sich zu verabschieden und dann möglichst ja unbefleckt möglicherweise in eine entweder weitere politische Karriere, vielleicht auch eine weitere akademische Karriere an der Hochschule in Kiel dann starten zu können. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass die Hochschule in Kiel sicherlich nicht sehr begeistert darüber ist, wenn da jemand kommt, der dann als Parteivorsitzender einer Partei angehört hat, die tatsächlich dann auch als Verdachtsfall beim Verfassungsschutz geführt wird. Das, also so sehe ich diese Manöver im Moment. Ist das der Zusammenhang, um den es da geht? Das ist eine ganz glückliche Fügung, dass ich hier bin und das aufklären kann. Frau Lindner, Sie irren. Es hat mit dem Schreiben vom 3. Januar nichts zu tun und mit der VS-Beobachtung nichts zu tun. Es hat auch nichts mit ganz aktuellen Geschehnissen aus dieser Woche zu tun, sondern ich kann das hier aufklären. Meine Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, die ist langfristig gereift. Das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess, an dem ich manche schlaflose Nacht oder in dem ich manche schlaflose Nacht verbracht habe. Um für mich festzustellen, es geht nicht mehr. Und die Entscheidung ist knapp 2 Wochen vorher gefallen, dass ich das an diesem Tag gemacht habe. Habe ich gemacht, weil ich an dem Tag sowieso in Berlin war und weil klar ist, das wird ein sehr hohes Medieninteresse geben. Da kann ich nicht da in meinem Dorf in Süddeutschland sitzen. Da muss ich schon an dem Tag in Berlin zugegen sein. Darum habe ich diesen Tag mir ausgesucht und hab das so gemacht. Die Geschichte ist die, eigentlich muss ich mir 2 Fragen beantworten. Die eine Frage, gebe ich diesem Projekt Alternative für Deutschland als Alternative noch eine Zukunft? Und die zweite Frage ist gewesen, kann ich den Weg, den diese Partei nimmt, mitgehen? Und ich habe mir in einem langen Prozess beide Fragen schließlich final mit Nein beantwortet. Und wenn man an dem Punkt angelangt ist, dann gibt es gar nichts anderes. Ich habe diesen, so ein bisschen aus der Distanz und auch Begegnungen hier, diesen Prozess, den hat man so ein bisschen erahnen können. Nichtsdestotrotz, direkt gefragt, warum sind Sie nicht nur so lange drin geblieben, sondern haben diese Partei und das, wofür diese Partei mittlerweile steht, ja auch immer wieder verteidigt. Wir können mal kurz reinhören, am 17. März, des vergangenen Jahres. Das ist noch kein Jahr her. Da saßen Sie hier, glaube ich, mit Cem Özdemir, den Sie auch bestens kennen. Und der warf Ihnen sinngemäß sowas vor, wie, dass Sie der parlamentarische Arm von Rassismus und so weiter seien. Und sagte, schauen Sie sich mal an, was der Zentralrat der Juden über Sie sagt und so weiter. Und Ihre Replik darauf, das war sehr interessant und haben uns jetzt extra noch mal rausgezogen, war folgende. AfD ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Und wenn sie dahin abdriftet, wohin Herr Özdemir sagt, dass wir es längst seien, was ich vehement zurückweise, dann ginge es nicht mehr. Dann verdiente diese Partei auch nicht, gewählt zu werden. Aber da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Okay, Frau Amorde. Und da kommen wir auch nicht hin. Dafür sorge ich. So, dafür sorge ich. Mhm. Sie sagen, es ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Schauen Sie, das war immer mein Ziel. Da wollte ich die AfD haben. Aber glauben Sie, dass das die AfD vor einem Jahr war? Dass sie da in der Drift war, war für mich auch offenkundig. Nochmal, Sie sagen hier sitzend, die AfD ist eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche Partei. Und wenn sie abdriftet, dann, was ich vehement zurückweise, dann ginge es nicht mehr und dann verdient es dieser Partei auch nicht, gewählt zu werden. Zu dem Zeitpunkt muss Ihnen doch längst klar gewesen sein, auf welcher Reise diese Partei ist. Es gab in dieser Partei immer, und ich war derjenige, der es gesagt hat, was mir unglaublichen Ärger eingetragen hat, es gab in dieser Partei immer 2 Parteien in einer. Es gibt
Es gibt sie sogar heute noch, die bürgerlich-konservativ-freiheitlichen, die im Grunde genommen aus der ersten Ära der Entstehungsgeschichte der Partei kommen. Aber von denen sitzt doch da keiner mehr. Doch, da sind noch eine ganze Menge dabei. Die sitzen nicht in der ersten Reihe, weil sie sich das nicht getraut haben. Ich war der sich getraut hat. Ich wollte das ursprünglich gar nicht, aber ich wurde dann 2015 in Essen. Ist eine eigene Geschichte. Ja. Ich habe das dann aber schließlich gemacht. Und es gibt die anderen, die am völkisch-nationalistischen Kurs sind, der für meine Begriffe völlig schräg ist und der nicht geht. Und genau in diesem Spannungsverhältnis lebt diese Partei seit Jahren. Herr Meuthen, okay. Sie, noch mal, mit genau diesen völkischen Leuten sind Sie doch extrem lange mitgelaufen. Herr Lanz, ich habe das... Sie waren es, weil wir ihn gerade sehen, Björn Höcke. Den Parteiausschluss von Björn Höcke haben Sie verhindert. Weil er nicht geklappt hätte. Nicht, weil ich ihn nicht raushaben wollte. Ich habe... Wissen Sie, wenn Sie ein Partei... Sie müssen mich erklären lassen. Ja, lasse ich Sie gerne. Sagen Sie es einmal, aber ich habe danach direkt zwei Fragen. Gut. Wenn ich ein Parteiausschussverfahren anstrenge, und das ich habe etliche gemacht, ich habe es mit Kalbitz gemacht, mit seinen Wittgenstein, mit Gedeon und vielen anderen, die habe ich alle rausgekriegt. Das war oft auf Kante. Bei Kalbitz, das war eine hochknappe Geschichte. Mhm. Es ist alles so gekommen. In dem Höcke-Verfahren habe ich gesagt, das geht hochwahrscheinlich schief. Und wenn ein PAV dann, Parteiausschussverfahren schief geht, dann sind Sie der Düpierte und derjenige, der ausgeschlossen werden sollte, steht als großer Sieger da. Nichts ist fataler als das. Darum habe ich davor zurückgescheut damals. Okay, das war der Punkt, meine Frage, nur um das zu erklären. Meine Frage, okay, wenn Ihnen das so klar war, warum haben Sie damals nicht die Entscheidung getroffen, einfach auszutreten? Sie hätten sagen können, das, was da geredet wird, was der immer wieder von sich gibt, wie der immer wieder provoziert, auch jetzt wieder, alles für Deutschland, SA-Losungen. Ja. Und das finden Sie unterirdisch oder nicht? Das ist komplett unterirdisch und indiskutabel. Der Mann weiß ja, was er sagt. Ja. Ich meine, der mag nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, aber er ist Geschichtslehrer. Und dann weiß er, was alles für Deutschland heißt und dass das eine SA-Konnotation hat. Ja. Er hat am 2. Februar diesen Jahres im Erfurter Landtag davon gesprochen, dass die Impfpflicht, die übrigens auch ablehnt, mit dem Holocaust verglichen. Mit Menschenversuchen von Dr. Genau. Mengele im Holocaust verglichen. Das ist nicht nur extrem dumm, das ist aber das macht er ja nicht erst seit gestern. Ja. Hat er doch damals schon gemacht. Dieser Mann hat über Jahre hinweg widerwärtige Sachen gesagt. Sie sind mit ihm in einer Partei geblieben und haben damit auch diesen Flügel ihrer Partei gestärkt. Ja, und dass sie nicht aus dem früheren Zeitpunkt, dass sie es jetzt tun, dass liegt nicht daran, dass sie plötzlich erkannt haben, dass es eine rechtsextreme Partei ist. Das hat kümmern Sie sich doch mal um Ihre Partei. Da haben wir genug zu tun. Sondern das liegt daran, dass sie keine Machtperspektiven mehr hatten in dieser Partei. Das ist keine Frage von Rückgrat, keine Frage von Anstand, sondern eine Frage von Macht und diese Reihenwascherei, die Sie jetzt machen, nachdem Sie jahrelang Rechtsextreme in der Partei geduldet haben, die nimmt Ihnen niemand ab, Herr Meuthen. Also Sie nicht. Kümmern Sie sich mal um die gewaltaffinen Teile Ihrer Partei, aber das lassen wir hier mal weg. Komm. Sonst ist es what about autism. Lass uns mal versuchen, ein bisschen sachlich zu bleiben. Aber die Frage ist doch sehr berechtigt, die Frau Lang gerade auf. Frage ist sehr berechtigt. Da müssen Sie mich aber, Herr Lanz, ausreden lassen und ich erkläre Sie. Ich habe Sie übrigens schon mal erklärt. Ich lasse Sie. Aber ich mache das gerne. Ich habe gleich nochmal zwei Fragen. Ich mache das gerne nochmal. Ich bin ein unglaublich beharrlicher Mensch. Ich habe Ihnen gesagt, es sind zwei Parteien in einer und ich wollte tatsächlich eine bürgerlich-freiheitlich-konservative Alternative schaffen. Und ich habe diesen Versuch länger ausgehalten als andere. Ich habe 2018 gemerkt, die Geschichte wird kritisch. 2018. Kyffhäuser-Treffen. Letztes habe ich auch in dieser Sendung hier schon gesagt. Und dann habe ich den Hebel umgelenkt, anfangs vorsichtig und dann sehr, sehr entschieden. Aber Entschuldigung, und ich bin vollständig ins Risiko gegangen. Ich habe für die Flügelauflösung gesorgt. Okay. Kalbitz raus, sein Wittgenstein raus. Über Kalbitz reden wir gleich. Das war eine wirklich harte Geschichte. Ja, über Kalbitz reden wir gleich. Und dann musste ich jetzt merken, und das ist der Punkt, warum ich jetzt ausrede, dass es keine Zukunft hat, weil ich letztlich ein Feldherr ohne Truppen war. Also machtlos. Da habe ich ja kein Problem mit. Ja, okay. Ich räume auch, also hat sie doch recht. Ich räume auch frank und frei ein, dass ich gescheitert bin in dem Punkt. Ja? Okay. Ich finde es völlig abscheulich, sich sowas schön zu reden. Ich will aufrichtig sein. Ich habe den Versuch gemacht, diese Partei auf einen bürgerlich-konservativen Kurs zu bringen. Und ich bin darin gescheitert. Okay. Und als ich gesehen habe, ich bin darin gescheitert. Und das kriege ich auch nicht mehr repariert. Da bin ich gegangen. Nochmal, Sie haben es länger als andere versucht. Ja. Und in drei Herbertsnamen, dann möge man es mir vorwerfen. Alles in Ordnung. Frau Lindner zuckt schon die ganze Zeit. Sie dürfen auch sofort, Frau Lindner, weil Sie sich sehr intensiv auch mit der AfD immer wieder beschäftigt haben. Trotzdem eine Frage noch. Es war interessant, Sie sagten gerade,
beharrlich, was eine sehr positiv konnotierte Charaktereigenschaft ist. Und ich habe es länger als andere ausgehalten. Mhm. Das war ein Aushalten. Sie können nicht in dem Zusammenhang mit Höcke denn sozusagen das Bild vermitteln eines Märtyrers, der es an der Seite von Herrn Höcke ausgehalten hat. Das Nein. funktioniert nicht. Sie hätten damals austreten können. Sie hätten sagen können, Moment. Pass auf, den Knall kriegst du jetzt. Das mache ich nicht mehr mit. Das halte ich eben gerade nicht mehr aus. Ich trete als Bundesvorsitzender zurück, weil ich einen durchgeknallten Landesvorsitzenden habe? Herr Lanz, ich bitte Sie. Es ist ja nicht nur ein durchgeknallter Landesvorsitzender, sondern die große Richtung dieser Partei, die ist doch schon seit langer Zeit klar. Ich habe im Bundesvorstand nach 2019 am Bundesparteitag eine 10-4 Mehrheit gehabt. Mit der habe ich all diese Dinge durchgebracht. Mhm. Und das wird auch Frau Lindner nicht zurückweisen können. Das war anfangs sehr erfolgreich. Und dann sind, weil ich diesen Kampf sehr, sehr hart geführt habe, und das war sehr schmerzhaft, dann sind mir meine Leute von der Stange gegangen und dann habe ich keine Mehrheiten mehr gehabt. Exemplarisch, und das hat viel damit zu tun, warum ich als Parteichef da nicht mehr antrat. Helferich. Helferich-Entscheidung. Da habe ich 6-8 verloren. Genau. Können Sie das einmal bitte erklären damit, oder Frau Lindner, vielleicht erklären Sie es. Ja, es ist eine interessante Personalie. Es ist eine interessante Personalie. Matthias Helferich, ne? Ist ein Anwalt aus Nordrhein-Westfalen, ist genau. über die Landesliste Nordrhein-Westfalen jetzt 2021 neu in den Bundestag eingezogen, ist aber interessanterweise nicht Teil der Bundestagsfraktion. Er ist nicht eingetreten, nachdem der auffällig geworden ist durch Formulierungen wie ich bin das freundliche Gesicht des NS. Also Nationalsozialismus, ja, der auch NS-Richter als seine politischen Vorbilder gesehen Freisler, hat. Ne? Freisler unter anderem. Was war genau die Formulierung im Zusammenhang mit Freisler? Sie sich in diesem internen Chat als demokratischer Freisler. Und wissen Sie, was das Pikante ist? Freisler. Diesen demokratischen Freisler haben die am Sonntag, jetzt vorgestern oder vor 3 Tagen, in Nordrhein-Westfalen zum Landesschiedsrichter gewählt. Da stellen Sie einen mehr oder minder bürgerlichen Vorstand hin und dann wählen die diesen Mann zum Landesschiedsrichter mit 52% also, bei 200 Stimmen. Herr Meuthen, es ist ja interessant, wie viel innere Distanz Sie offensichtlich zu Ihrer ehemaligen Partei aufgebaut haben. Weil auch, wenn man jetzt noch mal zurückgeht an diesen Punkt, wo wir ja eben waren, Anfang 2021, da lag ja schon das zweite Gutachten des Verfassungsschutzes, über 1000 Seiten, lag auf dem Tisch. Die AfD hat die Beobachtung nur dadurch verhindert, über juristische Schritte. Aber es war völlig klar, der Zustand dieser Partei war völlig klar. Nächster Schritt 2021 war April 2021, Bundesparteitag in Dresden, Programmparteitag. Die AfD gibt sich das Bundestagswahlprogramm. Und spätestens ab diesem Punkt ist dann Björn Höcke aus der Kulisse gekommen, der lange Zeit sowas wie ein Parteitagsphänomen war, der sich auf Parteitagen kaum eingebracht hat, aus Thüringen heraus agiert hat. Da ist er aus der Kulisse getreten und hat dieses Bundestagswahlprogramm in einer Form mitgeprägt, die einem wirklich die Spucke verschlagen hat. Und die Partei ist ihm gefolgt in ihren Mehrheiten. Und spätestens da wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, es ist völlig klar, wo diese wohin Partei die hingeht, wohin die Reise geht. Und ich möchte noch was sagen zu diesem Jahr 2018. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Meuthen, und das ist das, was ich Ihnen tatsächlich unterstelle, dass Sie immer ein funktional-strategisches Verhältnis zu diesen rechten Parteigliederungen hatten, dass Sie immer versucht haben, diesen sogenannten liberalen Kurs zu verfolgen, auch im Sinne einer Wählerstimmenmaximierung. Nicht aus Überzeugung, sondern auch, um Politik. Wählerstimmen abzugreifen. Was sagen Sie? Das ist Politik? Ja, Politik ist Wählerstimmenmaximierung. Lage. Das aber alle ich Parteien, möchte jetzt noch einen das Punkt, ist Politik immanent. Ich möchte jetzt noch einen Punkt bitte ganz kurz machen. Nach diesem Kiffhäuser-Treffen sagen Sie, Sie haben Zweifel daran bekommen, wie es dort zugeht. Haben das vor allem damit begründet, wie dort gehandelt wurde, wie sozusagen die Performance war, dass dort Orden verliehen wurden, dass dort Fahnen getragen wurden. Falsches Pathos und so weiter, ja. So, aber was machen Sie danach? Sie fahren dann im September 2018 nach Schnellroda zum Institut für Staatspolitik, dort in die Sommerakademie, halten eine halbstündige Rede zum Thema Europa und sagen dann am Ende dieser Rede, und Sie möchten wieder für Europa antreten, Europa in Ihrem Sinne verändern und bitten dann dort um die Unterstützung dieser Leute. Schnellroda, muss man einmal kurz erklären, ja, genau, ein Ort in Sachsen-Anhalt.
ist sozusagen Chiffre. Also wenn man sagt Schnellroder, meint man damit das Institut für Staatspolitik, genau, mittlerweile auch als rechtsextremistisch beobachtet. Der Verleger Kubitschek. Der Verleger Götz Kubitschek ist dort seit den Anfang der 2000er Jahre der Mentor auch dieser Partei. Ist Mentor von einigen in dieser Partei, vor allem Björn Höcke, Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt ist dort aktiv. Der dann zum Beispiel aber auch im Landtagswahlkampf Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr dort auf Parteiveranstaltungen steht und dann quasi, mir kommt das vor, wie der Lehrer seinen Schülern dann zusieht, zum Beispiel wie Björn Höcke in Merseburg dann auftritt. Und ich glaube, das war auch der Auftritt, wo dann dieser Spruch "Alles für Deutschland" dann auch gefallen ist, was jetzt wiederum mit als Schnellroder war, glaube ich, der Ort, wo Höcke über den Vermehrungen afrikanischen Ausbreitungstyp gesprochen hat. Das ist das geistige Zentrum dieser völkisch-nationalistischen Strömung. So, da haben Sie auch gesprochen. Ich bin da 2018, sie hat sogar das genaue Datum, sie haben das unheimlich präzise. Ja. Da war ich auf der Durchreise zum Landesparteitag irgendwo im Osten, ich glaube, in Sachsen-Anhalt. Und da habe ich da einen Stopover gemacht, habe eine kurze Rede gehalten, ich war eine knappe Stunde da. Ich habe das immer gemacht und den Schuh ziehe ich mir auch nicht an, dass das verwerflich ist. Und zufällig bei Götz Kubitschek vorbeigekommen. Sie glauben gar nicht, wo ich überall war. Ich habe alle Parteigliederungen besucht. Das ist nicht irgendwo, Herr Meuthen, das ist nicht irgendwo. Das ist ein ganz besonderer Ort. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes diese eine Stunde, die ich da einen Vortrag gehalten habe, um mir das mal anzuschauen. Und ich war nicht begeistert von den Baden, weiß Gott nicht. Sie haben um deren Unterstützung gebeten. Und Sie sind dann, und das könnte man, da könnte man die Zeitschiene vielleicht noch ein bisschen verlängern, November 2018, Aufstellung der Europaliste, unter anderem in Magdeburg, dann später in Riesa. Großartige Zustimmung, das heißt, sie konnten damit auch die Zustimmung von den extrem rechten Teilen, unter anderem auch des Flügels der Partei, sichern. Ob dieses Manöver da in Schnellroder was damit zu tun hat, ich glaube ja, sie haben es immer abgestritten. Nee, aber definitiv. Genauso wie man gesagt hat, Kalbitz hat da mit mir die Liste ausgehandelt, das sind alles Märchen. Aber Kalbitz, aber es ist ein guter Punkt gemacht. Ich will ja aufrichtig sein. Der Punkt mit Sie haben einen guten Punkt mit Dresden im letzten Frühjahr, denn das war für mich ein Punkt, da fing mein Abschied an. Und zwar nicht wegen Höcke. Höcke interessiert mich nicht. Mich interessiert... Nein, das ist eine luxuriöse Position dafür, dass er große Teile des Bundestagswahlprogramms... Lassen Sie mich nur ausreden. Mich interessiert das Bundestagswahlprogramm. Und wenn da Dexit drin steht, also der Austritt Deutschlands als Forderung aus der Europäischen Union, dann ist das ein Weg, den ich nicht mitzugehen bereit bin. Ich habe das Wort ergriffen. Ich habe massiv dagegen geredet. Es ist trotzdem gegen meinen Willen abgestimmt worden. Und dann merkt man, dass sich da etwas programmatisch verändert. Und dann merkt man auch, das kannst du nicht mehr mitgehen. Und dabei ist mir, ehrlich, so ein Mann wie Höcke, 2018, der ist mir völlig schnurzepiep. Herr Meuthen, aber 2018, Kyffhäuser-Treffen, auch so ein, so mal symbolträchtige Veranstaltung. Kyffhäuser-Treffen, 2018, Sie waren 16 dabei, 17 dabei, 18 das letzte Mal dabei. Genau. So. Da habe ich gesagt, hier gehe ich nicht mehr hin. Ja, Sekunde. Sie haben in der Eingangsrede, wir haben einen kurzen Teil daraus vorbereitet, haben Sie Folgendes gesagt. Ach, jetzt kommt das. Ganz kurz. Nein. Jetzt zum dritten Mal in Folge auf dem großen Jahrestreffen des Flügels. Und mit Freude stelle ich fest, dass das anders als beim ersten Mal inzwischen ein hohes Maß an Selbstverständnis hat. So habe ich es mir immer gewünscht. Dafür habe ich gearbeitet. Und so ist es gekommen. Es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen. So, Kyffhäuser-Treffen. Mhm. Und wir haben das schon mal besprochen hier in der Sendung. Das haben wir schon mal eingespielt. Genau. Das haben wir schon in 100 Sendungen gehabt. Ich weiß, aber wichtig ist die Chronologie. Also muss ja auch fair sein. Das war sozusagen vorher. Kurz danach tritt Kalbitz auf und sagt Folgendes. Genau, und das muss man sich da mal anhören. All die Glücksritter, Sozialsystemimperialisten, wollen wir gar nicht integrieren. Wir wollen die gar nicht integrieren, wir wollen die remigrieren. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines... Denn eines ist klar und unmissverständlich. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Genau. Und Herr Lanz, die Chronologie ist wichtig. Danach kam übrigens Höcke, das wurde noch krasser. Genau. Er hat auch ein paar Dinge rausgehauen. Und da habe ich den Versuch gemacht.
Und dann muss ich mit dem Vorwurf leben. Ich habe versucht, diese Strömung zu integrieren. Ich habe sie anfangs unterschätzt. Ich habe andere Dinge nicht unterschätzt. Gedeon habe ich sofort kapiert. Deswegen habe ich 2016 sogar die Fraktion in Stuttgart gespalten, weil ich gesagt habe, ich setze mich nicht mit einem Antisemiten in eine Fraktion. Weil ich das sofort verstanden habe. Bei denen habe ich gedacht, das ist eine harmlose Geschichte. Und das sah 2016, 17, das waren sogenannte Freundestreffen, auch anders aus. Da wurde das richtig krass. Und glauben Sie mir, als ich im Auto saß und da wegfuhr, habe ich gesagt, die Rede hättest du besser nicht gehalten. Denn was dann kam, das war genau das, was Sie da gerade eingespielt haben. Und da habe ich gesagt, jetzt lege ich den Hebel um. Das heißt, das verurteilen Sie? Na, aber natürlich verurteile ich das, da gibt es noch eins. Herr Meuthen, aber das passt überhaupt nicht zusammen. Also, weil dann, es geht ja noch weiter in der Zeitlinie. Naja, 2019, interessantes Jahr für die AfD. Erst die Europawahl, die so halbwegs, die eigentlich eher mittelmäßig ausgegangen ist. Da konnte man die Kernwähler mobilisieren damals im Mai 2019. So, dann aber kam der Herbst. Das waren die drei Wahlen in Ostdeutschland. Das war Sachsen und Brandenburg am 1. September. Naja, Sie sind aufgetreten in Cottbus, 13. Genau. Juli. Für diesen Kalbitz, den wir gerade gesehen haben. Sozusagen, Sie haben für Kalbitz genau. Wir haben es vorbereitet. Lass uns einmal kurz reinhören, weil das ist interessant. Wenn Sie es gerade ansprechen, wir haben es da. Lass uns einmal kurz reinhören. Mit Andreas Kalbitz habt ihr hier in Brandenburg einen ziemlich harten Hund als Spitzenkandidat. Das ist ein Applaus wert. Einen, der den hier schon viel zu lange regierenden Kräften im Landtag in Potsdam schon lange Stachel im Fleische ist. Das ist schwierig hier mit meinen Unterlagen bei dem Wind. Und ich glaube, das wird ja nach der Wahl noch viel mehr sein, in welcher Rolle auch immer. Ein Politikprofi. Aber einer im guten Sinne, das gibt es nämlich auch, denn er steht für klare Inhalte und kämpft gegen massivste Widerstände für die Bürger seiner Wahlheimat hier in Brandenburg. Herr Meuthen, das kriege ich nicht zusammen. Mhm. Sie sagten gerade, ich bin nach Hause gefahren und dachte, nie wieder, weil Sie entsetzt waren über das, was Kalbitz ein Jahr vorher sagt. Und ein Jahr später stehen Sie bei ihm auf der Wahlkampfveranstaltung. Ich muss ein Stück weit als Parteivorsitzender Wahlkampf machen. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, dass ich über Andreas Kalbitz erschrecke. Wer, Herr Lanz, wer hat dafür gesorgt, dass Kalbitz nicht mehr in der Partei ist? Man könnte sagen, die Kollegen vom Spiegel, die nämlich sein Vorleben veröffentlicht haben und da vielleicht mal eine Lanze für die Kollegin zu brechen. Also da sind Sie ja nicht von selber drauf gekommen. Frau Lindner, da bin ich auch nicht von selber drauf gekommen, sondern ich habe mir das dann sehr genau angeschaut. Und als das offen lag, und das war für mich im Januar 19, wenn wir schon im Januar 20. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Und Sie werden vielleicht eine vage Vorstellung haben, wie schwer das in der Partei war. Das verstehe ich alles. War ein Big Player in der Partei. Da fehlt mir aber tatsächlich das Mitleid. Also Herr Meuthen, die Nummer... Ich will gar nicht mehr mitleidet werden. Ich habe meinen Kampf gekämpft, ich habe ihn verloren, ist gut. Ich brauche kein Mitleid. Aber nochmal zum Verständnis nochmal. Also Kyffhäuser treffen, der redet da, was er redet. Und ein Jahr später treten Sie bei ihm auf. Loben ihn sogar, sagen, das ist einer im guten Sinne. Ja. Nochmal, das ist eine Wahlkampfsituation. Aber Sie verstehen das selber nicht, oder? Doch, ich verstehe das. Das kann man ja auch jetzt hier nicht erklären. Man müsste dann in die genauen Termine reinschauen. Und dann sehen Sie, dass ich da sehr wenig Termine gemacht habe. Und ich habe bewusst sehr wenig Termine gemacht. Das ist egal. Es geht darum, was man da sagt. Ich die Entscheidung, Herr Meuthen, Entschuldigung. Herr Meuthen, das verstehe ich auch nicht. Sie waren in Sachsen. Ich lasse das Argument, dass Sie als Parteivorsitzender sozusagen das Spiel mitspielen müssen. Das ist ja eine Entscheidung, die Sie treffen. Das, ein Stück weit muss man es mitspielen. Das verstehe ich. So. Aber die Entscheidung, auf diese Bühne zu gehen und Satz 1, 2, 3 und 4 zu sagen, die treffen Sie ganz allein. Wissen Sie, was ich meine? Herr Lanz, was soll ich da sagen? Ja, nichts. Soll ich da sagen, ich halte ihn für einen ganz üblen Zeitgenossen? Entschuldigung, das kann ich nicht tun. Okay, dann habe ich eine letzte Frage, Herr Meuthen. Eine letzte Frage habe ich. Sie haben sich ja immer sozusagen als die bürgerliche Stimme innerhalb dieser Partei ein bisschen auch inszeniert. Und es war ja auch gefährlich, wenn einer wie Sie, sozusagen der eloquente, intellektuelle, brillante Professor, wenn der das sozusagen verteidigt, wenn der Teil dieser Partei ist, dann ist das ja durchaus attraktiv für den einen oder anderen Wähler, der sonst vielleicht mit so unappetitlicheren Gestalten, die es da auch gibt, nichts zu tun haben möchte. Das ist Ihr Teil der Verantwortung. Und ich erinnere mich, ich sage Ihnen, wann das für mich gekippt ist, für jemanden, der da von außen drauf guckt.
Ich habe irgendwann, ich habe sie wahrgenommen, ich weiß noch, das allererste Mal in einer Sendung mit Frank Plasberg, Hart aber fair. Mhm. Und dachte, das war eine völlig andere Situation. Dachte, interessantes Gespräch und der kommt aus der Wirtschaft, ist ein interessanter Mann. Und dieser selbe Mann sagt irgendwann plötzlich, dieses links, rot, grün, schwarz, war versiffte Milieu. Und feiert sich dann auch noch später dafür in einem Interview, dass er das quasi erfunden hat. Das habe ich nicht verstanden. Da dachte ich, da ist jetzt auch mit Herrn Meuthen irgendwas passiert. Also das war, ich habe das in der Tat zum geflügelten Wort avanciert. Das stand überhaupt nicht in meinem Redeskript. Aber Sie haben es gesagt. Das ging zurück auf eine Äußerung von Außenminister Maas damals, der gesagt hatte, die wollen ein anderes Deutschland. Und wenn ich das Deutschland der Grünen und der SPD sehe, das Linksgrüne, das wollte ich nicht. Aber es geht um die Formulierung. Ja, und da habe ich gesagt, also die Originalformulierung lauterte, dieses links-rot-grün verseuchte 68er Deutschland, das wollen wir nicht. Ja, und dann dieser rote Marsch durch die Institution und so weiter. Und dann habe ich im Nachgang gesagt, man könnte auch versifft sagen. Genau. So. Und damit meine ich etwas Konkretes. Sie stehen immer noch dazu? Herr Lanz, ich bin stockkonservativ. Ich bin konservativ freiheitlich und was in diesem Land passiert, schockiert mich zutiefst. Und ich halte diesen Satz so für okay, zu diesem Satz stehe ich, weil das ist nicht das Deutschland, was ich möchte. Okay. Ich möchte ein bürgerliches Deutschland, ich möchte ein freiheitliches, ich möchte ein marktwirtschaftliches, ich möchte eins, in dem konservative Werte eine Bedeutung haben. Sie verstehen meinen Punkt, das ist mir ne? wichtig. Mir geht es nicht um die Position. Aber mir? Nein, es geht um die Sprache. Es geht um die Sprache. Ja. Es geht um diesen Tabubruch, plötzlich diesen Sound zu etablieren, zu versifft, links, rot, grün, versifft, dieses verächtlich machen. Und sich dafür zu feiern. Herr Lanz, das ist das, was, hier muss man wirklich differenzieren. Was geht man mit? Position ist das eine. Und was geht man nicht mit? Nur die Sprache. In der Sprache muss man auch mal hart polemisch werden können. Kann man. Bei mir hört es sehr auf. Verächtlich machen. Genau das ist der Punkt, das ist das Wort, das ich suche. Das ist kein verächtlich machen. Ich verachte niemand. Ich habe völlig andere Positionen als Frau Lang. Ist völlig legitim. Aber ich verachte sie nicht. Ich verachte Herrn Habeck nicht und Frau Baerbock und wie sie alle heißen. Ich verachte niemanden. Sie gehen demnächst zu den Grünen oder was? Bitte? Sie treten. Entschuldigung. Nein, ich trete denen nicht bei. Ein verrückter Gedanke. Der ist in der Tat verrückt. Ja. Das garantiere ich Ihnen niemals passieren. Okay. Weder nehmen die mich auf. Aber noch Sie verstehen meinen Punkt, ne? Es ist, wenn es ganz kurz verächtlich machen geht. Für mich ist das kein verächtlich machen. Das ist eine harte Polemik, ja, aber nicht verächtlich machen. Okay. Ich habe aber in jüngster Zeit in der AfD verächtlich machen erlebt. Der Hilse, der da oben sagte, ich verachte sie zur Richtung Habeck runter. Das ist der Sound, den ich nicht mag. Und noch Schlimmeres ist mir in Brüssel widerfahren mit einem Menschen aus der Delegation, der ich vorstand, der sich da in widerlichster Weise äußerte über den gerade eben erst verstorbenen Präsidenten Sassoli. Das ist menschenfeindlich. Der sagte nach dem Tod dieses Mannes oder schrieb in einem Chat, wo war das? Das war ein interner Chat und ich habe da maximal und sofort schnell interveniert. Er hat geschrieben, endlich ist das Dreckschwein weg. Und das über einen Menschen, der vor 9 Stunden verstorben ist. Aber nochmal, eine Frage noch, Herr Meuthen. Bitte um kurze Antwort. Wirklich nur, das interessiert mich nur noch. Machen Sie sich an dem Punkt den Vorwurf, dass Sie sozusagen diese Sprache da reingebracht haben? Nein, habe ich nicht. Das haben andere getan. Okay. Definitiv. Also, Herr Meuthen, ich danke Ihnen sehr. Welchen Aufbau hatte die Sendung? Es ging 45 Minuten lang um die täglichen politischen Themen. Und dann erst geht es darum, dass bei einer 10%-Partei in Deutschland der Vorsitzende aus der Partei ausgetreten ist. Also nicht zurückgetreten ist, sondern aus der Partei ausgetreten ist. Warum erst kommt das so spät? Der Grund ist, die AfD herabzuwürdigen. Zu sagen, das ist nicht wichtig. Das behandeln wir jetzt so nebenbei, aber es hat keine große Wichtigkeit für uns. Was natürlich auch eine Demütigung für Jörg Meuthen ist. Das heißt, er landet hier so einen Coup und dann kommt er ganz am Ende. Und wahrscheinlich hat Jörg Meuthen sich das ein bisschen anders vorgestellt. Er hat gedacht, er hat jetzt hier seinen Dienst erledigt, er hat jetzt 2 Jahre lang jede Gelegenheit genutzt, die AfD möglichst effektiv verächtlich zu machen, ohne dass die eigenen Leute es merken und ihn absetzen, was wirklich ein Kunststück ist. Und jetzt als Dank dafür wird er auch nett behandelt. Wahrscheinlich hat Jörg Meuthen sich das so gedacht. Und das zählt er in der Sendung dann auch stolz auf. Er hat die Flügelauflösung vorangetrieben. Die Flügelauflösung. Wo dann die Medien gesagt haben, ja, das bringt doch gar nichts. Die Mitglieder sind doch weiter in der Partei. Und genau das hat natürlich Jörg Meuthen sehr wahrscheinlich gewusst. Das ist ein Medien-Coup. Es wird so suggeriert, die AfD hat was zu verbergen. Sie lösen jetzt den Flügel auf.
Aber es bringt ja gar nichts. Die Leute, ganzen Leute sind ja Parteien. Es ist natürlich auch vollkommen offensichtlich, dass das vor dem Verfassungsschutz kein Argument ist. Den Ausschluss von Kalbitz. Dass Björn Höcke wortwörtlich nicht die hellste Kerze gewesen wäre. Was machen Markus Lanz und die extra zum Frame eingeladene Journalistin vom Deutschlandradio Nadine Lindner? Sie werfen Jörg Meuthen im Grunde weg wie ein gebrauchtes Taschentuch. Sie haben in der Sendung ihr das Ziel, die AfD maximal verächtlich zu machen. Mit allem, was sie haben. Und dafür wollen sie auch Jörg Meuthen nicht schonen. Dass er bei der Verächtlichmachung der AfD in der Vergangenheit große Dienste geleistet hat, das spielt keine Rolle mehr für sie. Weil Jörg Meuthen hat jetzt alle Trümpfe gespielt, die er spielen kann. Er ist jetzt kein Vorsitzender mehr. Er kann jetzt nichts mehr machen. Sie können ihn jetzt hier noch einmal benutzen und jetzt wollen sie noch einmal alles rausholen. Sie verachten Jörg Meuthen. Sie sind, ja, man kann sagen, sie sind voll mit Hass auf alles und jeden. Und dementsprechend kann Jörg Meuthen natürlich auch keine Dankbarkeit erwarten. Um die Integrität der AfD anzugreifen, haben sie hier Jörg Meuthen ziemlich attackiert, warum er nicht gleich ausgetreten sei. Sozusagen das, was Jörg Meuthen alles geleistet hat, das war nicht genug, er hätte noch austreten sollen. Und da hat Jörg Meuthen dann natürlich sich verteidigt und hat ungewollt auch die AfD verteidigt. Er hat gesagt, das war ein ganz wichtiger Satz, der vielleicht auch ein paar Schlafschafe zum Nachdenken gebracht hat, dass wenn er Kalbitz ausgeschlossen hat und die AfD ja so viele Leute ausschließt, die Grünen hätten ja genauso viel zu tun. Jetzt tun, das liegt nicht daran, dass sie plötzlich erkannt haben, dass es eine rechtsextreme Partei ist. Das hat kümmern Sie sich doch mal um Ihre Partei, da haben wir noch so viel zu tun. Sondern das liegt daran, dass sie keine Machtperspektiven mehr hatten in dieser Partei. Das ist keine Frage von Rückgrat, keine Frage von Anstand, sondern eine Frage von Macht. Und diese Reihenwascherei, die Sie jetzt machen, nachdem Sie jahrelang Rechtsextreme in der Partei geduldet haben, die nimmt Ihnen niemand ab, Herr Meuthen. Also Sie nicht. Kümmern Sie sich mal um die gewaltaffinen Teile Ihrer Partei. Aber das lassen wir hier mal weg. Komm. Das ist ja what about Lass uns mal versuchen, ein bisschen sachlich zu bleiben. Nee, aber die Frage ist doch... Und das passt Markus Lanz natürlich überhaupt nicht. Weil plötzlich werden die Dinge vollkommen ins Verhältnis gerückt. Wird natürlich gezeigt, es ist nur bei der AfD Thema. Bei den Grünen ist es nie Thema. Und es wird auf jeden Fall nie kritisch besprochen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Markus Lanz spricht bestimmte Dinge schon einmal an. Zum Beispiel bei Kretschmann, dass er bei den Kommunisten war. Er hat das gefragt. Und er macht das auch extra, dass man eben nicht vorwerfen kann, er hätte das nicht mehr zum Thema gemacht. Aber es kommt eben eine Frage, dann sagt Winfried Kretschmann, ja, er könne das aus heutiger Sicht gar nicht mehr verstehen. Und da war es das auch gewesen. Man muss sich daran erinnern, Winfried Kretschmann war führend tätig in einer kommunistischen Vereinigung über Jahre. Und das gilt für ganz viele Grüne. Wenn man sich jetzt einmal anguckt, Kalbitz war, das war vor 15 Jahren, soll er angeblich vielleicht in einer undemokratischen Vereinigung gewesen sein, was er bestreitet. Und 15 Jahre ist eine lange Zeit. Und Andreas Kalbitz hat sich bei der AfD nichts zu Schulden kommen lassen. Nichts, das hat sogar Jörg Meuthen selbst gesagt. Und der Trick des Ausschlusses ist ja kein Ausschluss, sondern es ist eine rückwirkende Nichtanerkennung der Mitgliedschaft wegen einer angeblichen Falschangabe. Und warum? Weil sie gegen Andreas Kalbitz nichts haben. Und ganz wichtig, mit Höcke, sie kam auch noch auf Höcke, dass er so schlimm sei, hat dann Jörg Meuthen auch gesagt, ja, wir hatten nichts gegen Björn Höcke. Rein gar nichts, es hätte für einen Parteiausschluss nicht gereicht. Dann können die Zuschauer natürlich auch mal nachdenken. Björn Höcke wird hier dämonisiert und es reicht noch nicht mal für einen Parteiausschluss. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und der kommt aus der Wirtschaft, das ist ein interessanter Mann. Und dieser selbe Mann sagt irgendwann plötzlich, dieses links, rot, grün, schwarz, versiffte Milieu. Und feiert sich dann auch noch später dafür in einem Interview, dass er das quasi erfunden hat. Das habe ich nicht verstanden. Es geht um die Sprache. Ja. Es geht um diesen Tabubruch, plötzlich diesen Sound zu etablieren, zu versifft. Links, rot, grün, versifft. Dieses Verächtlichmachen. Und sich dafür zu feiern. Herr Lanz. Das ist das, was hier muss man wirklich differenzieren. Was geht man mit? Position ist das eine. Und was geht man nicht mit? Nur die Sprache. In der Sprache. Interessant ist dann auch noch, wie vehement Markus Lanz die Narrative bestimmen will. Er hat Jörg Meuthen ganz stark dafür angegriffen, dass er einmal gesagt hätte, links-grün versifft. Und hat sich dann beschwert, wie verächtlich das doch wäre, wie schlimm das doch wäre. Wenn man sich die Sendung anguckt, sie machen die AfD so verächtlich, wie man jemanden nur verächtlich machen kann. Markus Lanz nennt vorher AfDler unappetitliche Gestalten, was entmenschlichend ist. Es ist kein Mensch, es sind Gestalten und sie sind unappetitlich. Das ist pure Verachtung. Und pure Verachtung ist auch, dass die angegriffenen Leute keine Chance haben, sich bei Markus Lanz zu wehren, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Sondern hier mit Jörg Meuthen und dieser Journalistin und ihm selbst, sie urteilen die AfD nur ab.
Es ist im Grunde ein einziges Tribunal, wo aber es keinen Rechtsanwalt gibt, wo Angeklagter und Rechtsanwalt nichts sagen dürfen. Sie haben sich auch ganz groß und breit darüber beschwert, über das Verachtungszitat von Carsten Hilse. Das wäre ja so schlimm. Und es ist sein gutes Recht, das zu tun und es auch auszudrücken. Der Grüne Wähler macht das alles nichts aus. Er tankt weiterhin seine SUV voll, zahlt gerne 40 oder 60 Cent pro Kilowattstunde und geht mit dem ruhigen Gewissen satt ins Bett, weil er glaubt, die Welt retten zu helfen. Otto Normalverbraucher und seine Familie können das nicht. Sie werden zwar gezwungen, bei der Weltenrettung zu helfen. Sie müssen aber zusätzlich entscheiden, ob sie ihr Geld mehr fürs Heizen ausgeben oder fürs Essen. Heizen oder Essen. Aber immer im Bewusstsein, die Welt zu retten. Hört sich spaßig an, ist es aber nicht. Jedem, der noch bei klarem Verstand ist, muss bei Ihren Plänen der Spaß vergehen. Es ist bitterer Ernst. Sie, Minister Habeck, wollen den Untergang Deutschlands. Schließlich fanden Sie Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen. Wir nicht. Wir lieben unser Vaterland und werden uns jedem Angriff auf unsere Art zu leben entschlossen entgegenstellen. Auch darin unterscheiden wir uns von den grünen Kommunisten und all die ihnen, die da mitmarschieren. Aber irgendwann werden sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und für die Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die Zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapieschäden, für die Ebnung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik. Nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn sie vor ihrem Schöpfer stehen. Ich verachte sie bis auf wenige Ausnahmen zutiefst. Er muss nicht jeden mögen. Es ist sein Recht, das auszudrücken, ehrlich. Und Markus Lanz und Jörg Meuthen und sie alle, sie bringen ihre Verachtung zum Ausdruck für Björn Höcke. Beleidigen ihn hier. Und Markus Lanz beschwert sich dann darüber, linksgrün versifft, wäre verachtend. Und das müsste Jörg Meuthen unbedingt zurücknehmen, sonst wäre er rechtsextrem, mehr oder weniger. Worauf sich Jörg Meuthen nicht einlässt. Das heißt, Markus Lanz und diese Journalistin, sie haben jetzt versucht, Jörg Meuthen auch noch reinzulegen. Sie haben gedacht, jetzt sie framen jetzt hier und Jörg Meuthen ist zu blöd. Aber Jörg Meuthen ist selbst ein Framer. Er ist ein Framing-Spezialist. Und da haben sie wahrscheinlich Jörg Meuthen unterschätzt. So haben sie sich im Grunde selbst ins Bein geschnitten, als sie versucht haben, Jörg Meuthen fertig zu machen, anstatt ihn zu loben. Das wäre wahrscheinlich der cleverste Weg gewesen. Er ist jetzt der Geläuterte, der Nette. Das hätten sie locker spielen können, aber es hat ihnen nicht gereicht. Sie wollten das Maximum gegen die AfD rausholen. Den Schaden, den Jörg Meuthen angerichtet hat, das ist unermesslich. Und die Kaltherzigkeit, sie ist erschütternd, wie er das gemacht hat, wie er die eigenen Leute verraten hat. Das geht seit 2 Jahren bei jeder Gelegenheit so. Die Flügelauflösung. Es war wirklich ein übler Trick und es war schlimm, dass sich der Vorstand hat reinlegen lassen, das mitzumachen. Sie hätten den Flügel zu jeder Zeit auflösen können, aber nicht genau nachdem das mit dem Verfassungsschutz irgendwie hochkam, dass die AfD Angst haben muss, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Dann wird das gespielt. Ja, sie wollen den Flügel auflösen, sie wollen jetzt irgendwie einen guten Eindruck machen. Das würde nur was bringen, wenn sie gleichzeitig die Mitglieder ausschließen. Wofür es natürlich nichts gab. Sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wie soll man sie ausschließen? Es sind ja Leute mit einem lupenreinen Führungszeugnis, die allermeisten. Wie sie hier als unappetitliche Gestalten degradiert werden. Und wie Jörg Meuthen das mitmacht und dem nicht widerspricht. Die Rede auf dem Parteitag, wo er auch die AfD schlecht gemacht hat. Jörg Meuthen hat jeden Anlass genommen, medienwirksam die AfD verächtlich zu machen. In einer Weise, dass die Leute möglichst nicht merken sollen. Dass am besten immer die Flügelleute schuld sein sollen. Die ziemlich diszipliniert sind. Und kaum etwas hochkommt. Jetzt werden viele sagen, und ich habe mir das auch gedacht, warum hat Björn Höcke das wieder gemacht? Alles für Deutschland, warum hat er das gesagt? Und ich weiß es auch nicht genau, warum er das gemacht hat, aber ich vermute mal, das haben natürlich nicht nur die Nazis gesagt, das haben bestimmt auch schon irgendwelche anderen Ritterorden oder was weiß ich, wer hat das früher schon gesagt und die Nazis haben es von denen. Und jetzt sagt Björn Höcke, warum soll man das nicht sagen dürfen? Es ist doch eigentlich positiv. Deutschland ist doch positiv. Warum soll man sich das von den Nazis jetzt vergällen lassen? Dann können wir doch am besten auch gar kein Deutsch mehr sprechen. Und dann dürfen wir gar nichts mehr sagen. Das Problem ist, dass Björn Höcke keine Gelegenheit hat, das vor einem großen Plenum zu schildern. Das heißt, Markus Lanz, sie nehmen das hier und framen es, glaube ich, mit Helferich, der auch keine Gelegenheit hat, seine Sicht der Dinge zu schildern, wie das war. Also meines Wissens war es so, dass das in dem Chat, dass das ironisch, natürlich ironisch gemeint war. Die Antifa hätten ihn so beschuldigt und sie hätten dann ironisch das gesagt, mit dem freundlichen Gesicht des NS und so weiter. Und das ergibt auch aus meiner Sicht Sinn. Warum wollte man sowas sagen? Im Folgenden ein Interviewausschnitt mit Matthias Helferich für diejenigen, die ihn noch nie gesehen haben, um einmal ein Bild davon zu bekommen,
was das für ein Typ ist. Und es ist ganz sicher ein anderer Typ, als ihr es vermuten würdet, wenn ihr ihn noch nie gesehen habt. Da kann man ganz sicher sein. Also das kann ich auch nur jedem als Empfehlung geben, wer Wahlkampf machen will und am Stand steht und keine Lust auf Menschen hat und auch Lust auf Überzeugungsarbeit, der sollte es lassen. Wer nur Lust hat aufs Mandat und ein Leben an den Buffets, der ist falsch aufgehoben in der Politik. Man muss es schon aus einer inneren Leidenschaft machen. Also gehe ich jetzt davon aus, dass du nicht so in den Bundestag möchtest, weil du Buffets essen möchtest. Die Frage hier ist... Ich habe aber nichts gegen Buffets, um das am Rande zu sagen. Ja. Er hat nichts gegen das Essen, ja. Ja. Genau. Wirst du, die Frage dazu Richtung Bundestag, wirst du denn im Bundestag den Rücktritt von Merkel fordern? Ja, da kannst du Maximilian Kneller ausrichten, dass ich das in seinem Namen tun werde. Ja. Max, hast du es gehört? In deinem Namen, ja? Ja. Ansonsten... Was sagst du zu einer möglichen Philippine-Unterwanderung der AfD? Ja, die ist spürbar. Ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt, sage ich mal, seit Ende 2015, wo ich dabei bin. Und ja, es gilt der Grundsatz, heute bist du tolerant, morgen fremd im eigenen Vorstand. Jetzt reimt er mir noch. Gott, ja, wer sind denn deine politischen Vorbilder? Wahrscheinlich nicht der Filipino. Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, wer die großen Rechtspopulisten haben mich damals als kleinen Rechtspopulisten schon ja immer fasziniert, ob das Pim Fortuyn war aus den Niederlanden oder Jörg Haider eben aus dem österreichischen Kärnten. Ich habe deshalb auch aus dieser, sag ich mal, tiefen Bewunderung für Jörg Haider mal ein Teil meiner Rechtsreferendarstation eben 3 Monate bei den Freiheitlichen in Kärnten verbracht, weil das ja, sag ich mal, der Grand Seigneur des europäischen Rechtspopulismus war, der auch wirklich den Menschen zugewandt war. Man hat in Kärnten, habe ich häufig gehört, jeder hat in Kärnten mal Jörg Haider die Hand geschüttelt, weil er wirklich auch so häufig bei den Menschen war. Und das muss eben auch unser Anspruch als AfD sein, sich nicht im Hinterzimmer verkriechen, sondern selbstbewusst unsere Programmatik fröhlich, freiheitlich unter die Leute bringen. Ja. Bist du denn dafür bekannt, dass du fröhlich und freiheitlich an die Leute rangehst? Ja, also die meisten würden das unterschreiben. Es gibt bestimmt auch noch eine andere Seite. Aber das sonst, man muss einfach auch eine gewisse Freude am, sag ich mal, Widerstand haben, weil sonst einem auch die Kräfte ausgehen. Und ich glaube, dass unsere Sache, für die wir alle kämpfen, das ist nun mal der Erhalt eines Deutschlands, wie wir es vielleicht mal kannten. Den kann man nicht führen, wenn man verzagt ist, sondern da braucht man irgendwie ein abenteuerliches Herz, ein mutiges Herz und auch Freude an der Sache. Ja, wenn wir alle als Griesgräme durch die Landen ziehen, werden wir auch nicht andere Menschen für unsere Sache begeistern. Da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir absolut zu. Eine weitere witzige Frage ist, mit wem würdest du denn gerne mal ein trinken? Gauland, Weidel oder Kalbitz? Ja, weiß ich nicht, bei Dr. Gauland, den ich sehr schätze, der auch so ein bisschen, ich bin damals nach dem Essener Parteitag Mitglied geworden von Petri und Dr. Gauland eben sehr gut. Und ich weiß aber nicht, ob er das noch so einen richtigen Trinkabend überstehen würde, unbeschadet. Deshalb würde ich ihn ausnehmen. Bei Andreas Kalbitz muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob ich das überstehen würde. Deshalb würde ich Frau Weidel vorziehen. Ich glaube, also ich trinke gerne Riesling. Vielleicht kann sie sich, sie lebt ja in Baden-Württemberg, der ist auch nicht schlecht, kann sich da auch mit anfreunden. Das war eine Einladung. Also gerne kommen Sie mal. aber ohne Auto. Ansonsten, was habe ich denn noch für eine nette Frage? Ein Mitglied fragt dich, wie viele Jahre du vorher gearbeitet hast. Also ich erfülle auf jeden Fall das Soll von 5 Jahren. Ich war lange wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Uni Bochum. Das kann man jetzt auch bald in meinem Kandidatenprofil nachlesen, bis meine Mitgliedschaft bekannt wurde. Hatte also da war ganz normal im Hochschulbetrieb nach meinem ersten juristischen Staatsexamen. Für mich war es auch wichtig, weil ich eigentlich wusste, was AfD bedeuten wird, auch für den Lebenslauf, dass ich zumindest mein erstes Examen habe. Dann ist man Diplomjurist, um überhaupt in diese Partei einzutreten. Weil, sag ich mal, im Studium sich einer Partei anzuschließen, die derart unter Feuer steht, dann wird man natürlich auch abhängig von der Partei. Und das kann ich, sag ich mal, das ist eine Botschaft, die
glaube ich, wichtig und richtig ist. Und deshalb auch immer diese 5-Jahres-Vorschrift. Man sollte als gerade als junger Mensch, aber es gilt eigentlich für jedes Parteimitglied jeden Alters, nicht eine zu enge Abhängigkeit von sich selbst zur Politik schaffen, weil man sonst nicht mehr frei ist und souverän. Und wir brauchen auch in unserer Partei Leute, die auch mal bereit sind aufzustehen und vielleicht auch mal innerparteilich Widerspruch zu wagen. Das kann man nur, wenn man sagt, okay, ich kann mich auch zurückziehen. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre Rechtsreferendar am Landgericht in Dortmund, bin jetzt Volljurist, bin auch zugelassener Rechtsanwalt. Und es ist schon richtig und wichtig, dass man eine abgeschlossene Ausbildung hat und nicht einen Kevin Kühnert wird, weil diese Leute sind in der Politik gefangen. Verräterisch war auch die Formulierung von Nadine Lindner, Jörg Meuthen würde den sinkenden Tanker verlassen. Dabei bleibt die AfD in den Umfragen stabil. Das heißt, sinkender Tanker ist ein Wunschtraum von Nadine Lindner. Das wollen Markus Lanz und sie wollen das betreiben. Die großen Medien wollen das erreichen. Und deswegen sagt sie sinkender Tanker, obwohl die AfD in den Umfragen die ganze Zeit stabil bleibt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.